Willkommen zurück zu Let's Play Craft 4. Möglicherweise im letzten Part, wie gesagt. Im letzten Part sind wir hier angekommen und haben einen Schlüssel gesucht unter Wasser. Und ich weiß, wo er ist. Habe nachgeguckt, so im Internet. Und ich weiß auch, was passieren wird, deswegen werfe ich schon mal den Schlagstock hier hin. Und gehe jetzt mal nach hinten und hole den Schlüssel. Sollte klappen. Ja, wird eigentlich gar kein Problem sein. Sollte es nicht, nein. So, denn hier liegt ein Schlüssel, der ist mir nicht aufgefallen. Ja, er kommt. Und tschüss. Worum mache ich es lang muss, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich denke einfach mal, ich folge hier dem Weg. Sollte klappen. Ich werde dann jetzt eben die Tür aufschließen, dann nochmal zurück, den Schlagstock holen und dann nochmal zurück und dann gehe ich weiter. Ja. Und der liebe Holly LP, den kennt ihr wahrscheinlich. Ich gehe mal davon aus, dass ihr den kennt. Wenn nicht, dann nicht. Okay. Jedenfalls, Let's Play der momentan auf Cry of Fear und der hat heute den letzten Part hochgeladen. Jedenfalls ist der Part irgendwie Finale und so. Ich habe ihn mir nicht angeguckt und der ging 15 Minuten und der hat den letzten Part genau da beendet. Bla. Er hat den letzten Part genau da beendet. Ja, wir hatten schon mal das Thema, dass ich nicht sprechen kann, oder? Jedenfalls, er hat den letzten Part von sich, hat er da beendet, wo ich jetzt auch den letzten Part beendet hatte. Das heißt, und sein neuer Part, halt das Finale, ist 15 Minuten lang. Das bedeutet, ich werde wahrscheinlich in diesem Part wirklich das Spiel beenden. Sehr wahrscheinlich sogar. Und das ist ein gutes Zeichen an sich. Oder so. Vielleicht, eigentlich ist es ja auch irgendwie traurig, weil ich mag ihn. Ich mag das Spiel. Das wisst ihr, ich mag das Spiel. Ich mag das Spiel sehr gerne. Mal eben speichern. Aber trotzdem, es ist jetzt schon seit über 2 Monaten mein Projekt, vielleicht fast 3. Und ist auch mal schön, das durchzuspielen langsam, würde ich sagen. Ich freue mich irgendwie auch schon. Ich meine, man weiß ja schon ungefähr jetzt die Story mittlerweile. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass man dann die totale Überraschung erleben wird wahrscheinlich, aber also man weiß halt jetzt, dass Simon irgendwie ein Buch geschrieben hat und dass irgendwie alles nur die Geschichte aus dem Buch ist, halt keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber im Endeffekt freue ich mich trotzdem schon aufs Ende und ja, mal sehen, wie es wird. So, hier geht's weiter. Ladevorgang. Ich höre wieder Vögel, das ist... Ich weiß auch nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, wir werden es wohl sehen. So, ich sollte vielleicht mal nur die Pistole ausrüsten. Ich meine, wenn wir... Das war falsch. So. Ich habe keine Okay, cool. So, Lampe. Danke. Grandios. Ach, da gar nicht hoch. Gut. Oder so, ich meine, ich habe keine Munition, aber hey! Munition ist eh überbewertet, nicht wahr? Komm doch hoch, bitte. Simon. Okay. Wie lange nehme ich denn auf? Ich meine, ich werde jetzt nicht die Part beenden, ich weiß, aber 3 Minuten, glaube ich, ungefähr. Ja, könnte klappen mit dem Part, denke ich. Wow. Ja, hier ist bestimmt alles okay, Simon. Revolver. Ich habe den Revolver verpasst, oder? Gibt's zu, ich habe den Revolver vollkommen verpasst. Irgendwo lag der rum. So eine Scheiße. Ach ja, ich werde es überleben. Denke ich mal, hoffe ich mal. Außer ich finde jetzt keine Munition mehr für meine Pistole, das wäre irgendwie ziemlich bescheiden. So, erstmal hier das ausrüsten. Shotgun! Das wird eine Fehlentscheidung sein, habe ich das Gefühl. Es wird sowas von eine Fehlentscheidung sein. Und unsichtbare Wand, yay! Lass mich raten, noch eine? Nee. Okay. Ist aber auch nichts. Nee. Hey, es ist total hell hier gerade. Das finde ich irgendwie cool. Weil, ist mal eine Abwechslung. Ich meine, es war noch nie Tag in dem Spiel, oder? Wow. Oh nein, überall Revolver.
So eine Scheiße. Ich hab den Revolver nicht. Oh Gott, ich glaube, ich werde verkacken, weil ich den Revolver nicht gefunden habe. Das fisst mich jetzt irgendwie an. Ich muss sowas von an. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Scheiße. Das war richtig scheiße. Das war unerwartet einfach. Ich bin kurz davor, den letzten Spielstand zu laden. Okay, da bin ich. Wisst ihr was? Ich lade kurz den letzten Spielstand, ist jetzt egal. Dauert eh nicht lange, bis ich wieder da bin und dann habe ich wenigstens ein bisschen mehr Leben. So, kurz das hier droppen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass keine dunklen Abschnitte mehr kommen. Ich hoffe es einfach. Wäre sonst ziemlich bescheiden. Okay. Wenn doch, dann... Yay. Okay, da kommt gleich einer. So, gut. Das Problem hätte ich mal gelöst. Ah, Munition, natürlich, okay. Problem gelöst. Wie viel Munition habe ich denn für die... Was auch immer das ist. Ich bin mir gerade nicht sicher. Also es ist eine... Ja, das wusste ich, aber... Nur das eine Magazin. Ich gucke noch, ob ich mehr finde. Notfalls hole ich den Schlagstock mal zurück. Ich denke, es geht jetzt halt auf Finale zu. Und was ist das? Oh Gott. Die habe ich aber auch schon ewig nicht mehr gesehen, ne? Ich will jetzt keine einzige Kugel verschwenden. Das wäre nämlich beschissen. Ganz ehrlich. Weil ich habe jetzt schon kaum noch Munition. Weil ich eine Waffe verpasst habe, habe ich das Gefühl. So das ganz dezente Gefühl. Ja, und wie gesagt, ich glaube, es geht jetzt langsam auf Finale zu. Und mit langsam meine ich sehr schnell. Hammer. Nee. Mm-mm. Lohnt sich wohl eher weniger, denke ich. Hoffe ich. Ach ja, ja. Munition, Munition, okay. Gut, gut, das finde ich sehr schön. Spritze auch noch. Steht da ein Gegner? Ja, da steht einer. Ach, der. Mach mir so einer auf. Jetzt kommen mir langsam wieder Gegner, die ich schon länger nicht mehr gesehen habe, habe ich das Gefühl, oder? Oh, fuck. Ja, komm. Mach das. Ich glaube, ich hole mir die Spritze gleich. Habe ich hier nicht gerade Munition für die Waffe gefunden? Hä? Oder war das hier... Was war denn das? Hä? Oder war das Munition für die Waffe, die ich weg... Mann, ich hasse mein Leben, ganz ehrlich. Ich werfe hier alle Waffen weg, die ich brauche, habe ich das Gefühl. Jetzt habe ich kaum noch Munition, deswegen. Alter. Das pisst mich an. Okay. Ich hoffe, ich überlebe das so. Ich hoffe es. Wenn nicht, dann muss ich mir noch was überlegen. Ich weiß noch nicht was. So, was ist das für Munition? Das ist nicht die richtige. Ach, das ist hierfür. Ja. Was haben wir? Leben. Ja, ich hole mir das gleich, wenn ich es brauche, ne? Oder soll ich die Pistole? Nee, lieber nicht. Ach, der kommt auch noch. So, das Bett hole ich mir jetzt auch noch schnell. So, zwei Schüsse, dann ist es weg. Ja, hier müsste gleich ein Map-Wechsel kommen und... Scheiße, Mann. Was? Okay, das war wieder mal geil. Du hast dein... Oh, fuck. Oh, noch ein Bett. Oh Gott. Jetzt übertreib doch mal nicht. Ich war ja gerade schon in alles ist toll Stimmung. Aber nein. Dann kommen wieder 1000 Gegner angerannt. Ja, okay.
Jetzt habe ich aber zwei Magazine wieder. Aber ich werde mal kurz mein Leben nochmal auffüllen, bevor ich jetzt die Map wechsle, weil da hinten ist Mapwechsel. Müsste jedenfalls sein. Oder liegen da auch Spritzen oder eine oder was weiß ich. Kann ja sein. Nein? Nee. Dann hole ich mir schnell eine, bevor ich weitergehe. Ja, das sollte ich eigentlich hinkriegen, das Finale, glaube ich. Wenn es jetzt bald kommt, ne? Aber ich gehe einfach mal davon aus, weil es wird gerade so. Vor allem, weil ich halt fast am Anfang des Koops bin. Das heißt, eigentlich, ja, müsste es gleich vorbei sein, tatsächlich. Wow. Oh Gott. Ich denke mal, ich gehe dann halt. Also, man hat ja bei Simons Haus angefangen im Koop. Ich denke, ich gehe dann da rein und dann ist ein Bosskampf und dann ist das Spiel vorbei. Gehe ich mal von aus. Na, okay, vielleicht auch nicht, ne, aber. Es wirkt einfach gerade so. Und es leckt gerade ein bisschen. So, besser? Nein, doch nicht besser. Jetzt ist besser. Okay. So, wie lange nehme ich auf? 10 Minuten? Bisschen, ja, ungefähr 10 Minuten. Okay. Bisschen mehr, aber passt schon. Ja, wird schon passen. Hier liegt auch nichts und da auch nichts, cool. Hier ist es wieder sehr ruhig. Für die M16 und für die Shotgun. Ich hoffe ja, es kommen gleich noch mehr mit diesen Papiertüten auf den Kopf, dann habe ich nämlich noch mehr Munition für die Pistole. Wäre ziemlich nützlich. Ich weiß, es ist seltsam, sich Gegner zu wünschen, aber die droppen wenigstens was, deswegen wären die schon ganz cool. Achso, ja, ja, das ist dein Zuhause, das weiß ich. Ja, deine Mutter ist bestimmt vollkommen in Ordnung. Die ist bestimmt da und hat gerade was zu essen für dich gemacht, weil sie wusste, dass du kommst. Mhm. Sieht dir nichts, ne? Ne. Okay. Dann. Final Boss oder so? Ich hoffe eigentlich nicht irgendwie, weil ich hab nichts. Zu wenig. Und vielleicht liegt hier noch was rum im Haus. Mom! Mom! Mom, Mom! Ja, frag ich mich auch. Ja, ich frage mich gerade eher, wo meine Munition ist, die ich will. Kugelschreiber. Ich sag dazu jetzt einfach mal nichts. Aber ich habe schon vor lange keinen Kugelschreiber mehr gesehen, das ist mal ganz im Ernst, das sage ich gerade mal dazu. Alter, wisst ihr noch damals, als überall Kugelschreiber drin lagen und ich einfach nur eine Spritze wollte? Alter, das waren noch Zeiten. Okay, da geht's. Munition habe ich. Equip. 3 Magazine. 13 Schuss plus ein paar. Achso. Und 2 Magazine. Okay. Videosequenz. Ach, das Buch, oder? Ja, wahrscheinlich. Tot. Ach du Scheiße, es ist gerade abgefuckt. Vor allem die Töne sind das Schlimmste, was ich bis jetzt in diesem Spiel gehört habe. Und das ist in diesem Spiel echt krass, was man erstmal hinkriegen muss. Okay, weiter geht's. Home. Ja, das ist nicht mehr Home. Ich glaube trotzdem ist dieser Speicherpunkt heißt, ganz ehrlich. Dead. Ah. Also bin ich tatsächlich tot?
Cool, cooles Ende. Hier kann ich runterspringen und sterben, da kann ich runterspringen und sterben, da kann ich geradeaus gehen. Ich gehe lieber geradeaus, denke ich. Okay, dann gehen wir mal nach Termina. Ja, Termina. Also, Zelda Majora's Mask, wer es nicht weiß. Ach du heilige Scheiße. Oh, Jump Run. Ach du Scheiße, Mann. Die Sounds sind überhaupt nicht abgefuckt, zum Glück. Da. Oder da. Oder da. Ich geh mal nach hier. Gute Idee? Nö. Okay, ich kenne den Weg, ich renne. Wenn jetzt noch Kapitel kommt, dann kann das doch nicht bei ihm zu Ende sein. Okay, vielleicht ist er auch einfach nur der Meinung, dass er es toll findet, das Ende in den Titel zu schreiben und dann ist es gar nicht das Ende. Damit er mich trollt. Dann ist das halt nicht das Ende. Ist aber auch nicht lang. Und ganz sicher gehe ich da nicht lang. Ja, nee. Ich glaube, ich muss hier doch lang, oder? Kann ich hier irgendwo lang springen? Ich habe es nicht gesehen. Ja, kann ich. Ich kann da gerade auch. Oh Gott. Okay, dann warte ich mal, bis ich wieder springen kann. Sprinten meine ich. Es ist ja irgendwie alles dasselbe, weil ohne Sprinten kann ich auch nicht vernünftig springen. Also, ja. Okay. Nein. Dazu sagt jetzt einfach nichts. Das ist der Tomatenpuster namens Skill. Also, nein, mein Name ist der Tomatenpuster und ich habe Skill. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich bin inkompetent, das wisst ihr. Also, auf ein neues. Holly, ich hasse dich jetzt schon dafür. Auch wenn du das eh nicht siehst, aber ich hasse dich dafür. Dass du behauptest, das Spiel wäre zu Ende und es ist nicht zu Ende. Oder es ist gleich zu Ende und es ist einfach nur noch ungefähr 5 Minuten Laufweg und dann ist es vorbei. Was ich aber irgendwie bezweifle. Ja doch, ich muss aber drüber. Okay. Alter, wenn gleich irgendein Jumpscare kommt, dann erschrecke ich mich zu Tode, ganz im Ernst. Hier geht's weiter. Noch ein Speicherpunkt. Wie heißt der? Das interessiert mich gerade, wie die Speicherpunkte heißen. Ja. Tatsächlich. Fuchs. Oh, Bücher. Werde ich mal kleiner gerade oder kommt mir das nur so vor? Cool. Ah. Ach ja, den Sprung des Todes. Also Steuerung nur in der Luft und dann, ne? Ne, lassen wir das. Suicide. Klingt nett. Oh Gott, das kann ja was werden. Ganz im Ernst, Alter. Ich hasse dich, Entwickler des Spiels. Und die anderen Entwickler des Spiels, weil es mehrere gibt. Ich weiß gar nicht, ob wir das gemacht haben. Oh Mann. Das schaffe ich doch nie. Vor allem nicht, weil es hier irgendwie voll rutschig auf den Büchern ist, weil keine Ahnung, was mit den Büchern gemacht hat. Leute, ich habe nicht mal den ersten Sprung. Wie soll ich denn das alles hier schaffen?
Dann unterhalte ich euch mal mit der Uhrzeit. Und zwar nehme ich jetzt seit, glaube ich, 20 Minuten auf. Kann das sein? Oder länger? Oder kürzer? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich nehme noch nicht seit 20 Minuten auf, weil es wird so scheiße. Ja, ich muss natürlich auch. Boah, wie soll das möglich sein, Mann? Vor allem, weil man aus... Oh Gott. Okay. Warten wir nochmal. Okay. Ein Schritt weiter. Ein Schritt von wie vielen? Zu vielen. Okay. Und nach da drüben. Okay, jetzt geht's gerade. Oh Gott. Okay, dann das war nicht so gut. Tatsache. Oh, ich muss in der Scheißluft immer auf Scheißsteuerung drücken, anstatt Scheißshift. Ja, das ist alles scheiße, weil das pisst mich gerade an. Oh Gott. Okay, ich glaube, das wird nicht das Finale sein. Ich bin jetzt irgendwie enttäuscht, weil ich wollte es jetzt irgendwie doch durchspielen heute. Und das wird, glaube ich, nichts mehr. Ich mache jetzt noch maximal 10 Minuten. Außer das Spiel ist noch jetzt gleich vorbei, dann mache ich vielleicht jetzt ein bisschen länger, aber. Ne. Ja. Oh, oh, oh. Oh Gott, ich hasse dich, Entwickler. Ich will cheaten und da hochfliegen und dann ist das Spiel vorbei wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich bin ich dann im Himmel, weil das da oben ist der Himmel, das ist das kleine runde Teil da. Mhm. Klingt logisch. Oh Gott, ich bin so inkompetent in Jump'n'Runs in diesem gottverdammten scheiß Spiel. Und es laggt einfach mal zu Tode. Echt jetzt, diese ganzen Blätter hier, die machen echt übelste Lags. Weil hier oben sind keine Lags mehr, da nur da unten. Deswegen habe ich wahrscheinlich bei den unteren Sprüngen immer so viele Probleme und hier oben nur noch mittelmäßige Probleme. Okay. Weit noch? Oh Gott. Was ist das da oben? Ich weiß es immer noch nicht. Ist das ein Tunnel oder so? Ich weiß es nicht. Ich kann es von dir erst nicht erkennen. Es ist seltsam. Sieht nicht aus wie ein Tunnel. Oh, dieses Jump'n'Run pisst mich so krass an gerade. Ich will dieses gottverdammte Spiel jetzt durchspielen und dann kommt das. Das war ganz im Ernst. Ihr Entwickler wollt mich auch alle verarschen. Hm? Wollt ihr das? Anscheinend wollt ihr das. Wisst ihr was? Ich beende jetzt den Part. Das Finale kommt wahrscheinlich im nächsten Part. Vielleicht auch im übernächsten. Vielleicht auch in 10 Parts. Vielleicht auch niemals. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade eingepisst. Tut mir leid. Ich wollte das Spiel jetzt durchspielen. Und es geht nicht. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bei Craft hier. Und bei Büchern. Und bei Jump'n'Runs. Bis dann. Ciao.